nochmal umgucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Hat er noch gesammelt? Ja, nice. Voll gut, dass er auch sammelt. Finde ich supi. Das hier so rüber zu laufen, das ist so richtige Überwindung. Weißt du, wie beim Schwimmbad früher, wenn du so vom Dreier gesprungen bist, so. Oder über der Kante, so, weißt du, ins Becken, so. Wo so überlegt hast, mache ich das, mache ich das, mache ich das? Weißt du, hier ist auch so, oh ja, Vorsicht. So fühlt sich das an. So, lass mal gucken. Also, Chemikalie haben wir. Inventar ist schon fast voll gewesen. So, hier ist voll. Dann machen wir doch direkt mal da weiter. Holz. Aber gut, wenn wir... Holz wird ja bald dann nicht mehr benötigt werden, eigentlich, ne? Wenn wir Kohle haben, im Prinzip, brauchen wir ja Holz im Prinzip eigentlich nicht mehr. Höchstens für Kiste oder so, ne? Das könnten wir theoretischerweise, dann nutzen. Dass wir die, fürs Kistenbauen nehmen. Oder zum Umbauen. Wir können ja da unten noch eine Kiste hinzimmern. Ich bin noch am überlegen, welche wir da machen. Hier war doch diese Mischkiste, ne? Wie war das nochmal? T? Nein. T gedrückt halten, ne? Und den Hammer auszurüsten, ne? Ja, den Hammer. Genau. Und wie kann ich den jetzt, G? Genau. So, aber drehen. Warte mal, wie rotate ich den denn? Mit R? Ja. Platzieren. Juhu! Ah ne, wir brauchen Holz. Ja, Moment. Das ist kein Problem. Wir haben Holz. Haben wir doch, oder? Ach, ist schon fertig. Ja, nice, geil. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Vielleicht sollten wir die anderen Kästen auch mal, die anderen Rahmen auch mal dafür bauen, demnächst. Um das hinzuzimmern. Ich glaube, wir brauchen dafür auch Barren oder so, wenn ich mich recht entsinne. Das war, glaube ich, so gewesen. So, trinken. Lass ich mal ein bisschen in der Tasche. Und dann düsen wir mal weiter. So. Chemical-Kiste war, glaube ich, voll, ne? Waren, glaube ich, 15 Stück drin. Ah, fett. Nice. Ehre. So. Fett können wir auch gut gebrauchen. Was sehen meine Äuglein? Scrap Metal. Is the heavy metal. Go to the scrap metal. So. Warum wird die Musik gerade so komisch? Holz, Holz. Was ist das für ein Geräusch? Was? Die Musik war gerade so fröhlich. Ich bin so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, fröhlich, fröhlich. Und ich meine, das Spiel hat gerade geladen, was nie gut ist. Ich hatte so einen kleinen Mini-Freeze gehabt. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So, warte. Da. Oh, Holz. Aber wir haben bisher nur so ein Kohlestück gefunden, ne? Oder sollte man echt doch mal gucken, dass man vielleicht hinter den... hinter diesen Steinen auch reißt. Also mit dieser... Wir haben ja diese Dinger zum... zum Drangreppeln. Also diese Pinne, wo man dann an den Steinen sich festgreppeln kann. Um halt mal zu gucken, ob da vielleicht was ist. Oh, die Musik. Ja. Das nächste Tor kommt. Das nächste Tor kommt. Das heißt, alles das mitnehmen, was wir noch kriegen können, rein in den Sack. Das packe ich dir noch rein. Und für 5 Euro kriegst du hier noch ein bisschen Chemikalie mit dazu. Komm's ran. Wie die Marktschreier früher. So. So, Scrap Metal. Scrap Metal. Ist noch ein bisschen bis zur Tür. Aber trotzdem auf jeden Fall umschauen. Weil, wie gesagt, ein Zurück gibt es dann nicht mehr. Also rückwärts fahren und so.
Oh, wie fies. Das hätte ich beinahe nicht gesehen, weil das so auf dem Stein war. Richtig gemein. Da ist wieder unsere allbeliebte Musik. Gleich wieder. Willkommen im Phantasialand. So. Ich weiß nicht, warum ich das immer assoziiere mit Phantasialand. Irgendwie, weiß ich nicht, mit der Bahn passt das irgendwie ganz gut. Und vor allem, wenn man in diesen Tunnel reinfährt. Ich habe halt noch gute Erinnerungen an Phantasialand, auch von früher und alles. Das war immer sehr schön, auch mit der Familie. Das war immer ganz toll. Ich habe immer tolle Erlebnisse im Phantasialand gehabt. Die Attraktionen sind schön designt. Wir haben auch schön so Storylines, was die Attraktion angeht. Ja, komm mit mir, komm. Oh, Holz. Oh, hallo. Ding, da. Es ist wieder soweit. Ladies and Gentlemen, proudly presents all the people around the world. So. Der Pfeil des Untergangs. Hat er wieder gesammelt? Nein, hat er noch nicht. Er ist wahrscheinlich selbst erschrocken darüber. Unser Inventar müsste auch gleich voll sein. La, la, la. Na, willst du wohl? Haben wir einiges übersehen? Da ist noch Holz. Halt, stopp. Oh, ein Scrap Metal. Halt, nicht so schnell. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Ich bin gewaffnet. Gewaffnet vor allen Dingen. Gewappnet. Ich würde, bevor wir jetzt da reindüsen, mal eben schnell mein Inventar leeren. Warte. Oh, die Kiste hat nur 97%. Die sollten wir mal reparieren. So, hier. Hier, hier, hier. Da sind schon drin. Da ist jetzt auch voll. Da ist jetzt auch so. Warte. Fett. Chemikalien. Haben wir genug eigentlich? Würde ich hier nochmal zupacken. Und ja, trinken. Warte mal, können wir hier eigentlich noch mit Eis irgendwas herstellen? Ice Crusher. Okay. A large fossil filled with service water. Service water. Ich frage mich, wofür das Service Water ist. Bin ich mal gespannt. Ja. Trinken. Würde ich mal eben das hier wegschnabulieren. So. Dann das da rein. Das esse ich mal eben schnell weg. Und das behalte ich. So. Okay. I'm ready. Der Zug nach Neumünster ist wieder unterwegs. Tschu-tschu. So. Muss ich selber lachen. Ich bin so erwachsen. Da schütte ich mir noch direkt nochmal was zu trinken ein. Wenn wir schon einmal dabei sind. Bam. Vor allem, wie geil einfach so Licht ausgeht, alles. Das finde ich halt so. Das assoziiere ich halt mit Phantasia dann so. Bisschen so am Tunnel, Licht aus, Attraktion geht los. Oh, da kommen jetzt wahrscheinlich Gegner, da würde ich für wetten. Da wette ich mit. Also direkt irgendwo hin. Ja, das ist ein Gegner. Definitiv. Aber wo? Ich habe schon einen, habe ich gesehen gehabt. Ich weiß noch nicht wo. Die Musik vermag es auch erklären, dass wir Gegner haben, aber ich sehe sie noch nicht. Oh, da ist noch ein, oh, da ist noch ein kleiner Scheißer. Oh, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, bin ein bisschen vorsichtiger. Da läuft einer, da hinten.
Auf der Seite sind, glaube ich, nicht so viele. Ich würde mal rübergehen. Weil ich möchte jetzt nicht an unserem Zugdeckung nehmen, weil dann schießen die uns Dings klein. Oh, der ist ja niedlich. Ich freue mich auf den. Kann ich speichern vorher? Oh, wie geil, man kann sich um die Ecke lehnen. Das ist ja fett. Okay, ich frage mich gerade, wo sind sie? Wo sind sie? Wir gucken uns hier gleich alles in Ruhe um, ne? Ich möchte nur einmal... Hä, hey, was, wer, wo? Okay, sie wissen, dass wir hier sind. Lass uns das regeln, wie Männer. Oh, lass sie bloß nicht reinkommen, ne? Oh, Alter! Dein Scheiß Ernst, Junge! Aua, Alter, von wo? Alter, wie viel Rüstung hat der denn? Oh. Aua! Das werden wir nie im Leben aushalten, das war's jetzt schon. Uff. Alter. Links ist einer. Wir haben fast keinen... Hä, wo? Deine... Der weg. Der lebt immer noch. So, jetzt aber. Oh, der hat eine Waffe gedroppt. Die hol ich. Die hol ich mir. Oh, ho, ho. Pick up. Pick up, Mann. Jetzt seid ihr fällig. Ja, Mann. Let's go, Motherfuckers. Alter, jetzt wird aufgeräumt. Mit meinen 67 HP räume ich hier alles nieder. Immer wieder. Boah, wie, Alter, wie geil. Die Waffe einfach ist. Damit ist ja wesentlich easier. Wir müssen auf jeden Fall sparsam mit umgehen. Wir haben nicht unendlich Muni, so wie mit der... So wie mit der Dings. Wo ist der? Ernsthaft? Wo ist der? Ist der tot? Ja, der ist tot. Einer ist da noch hier. Oh. Da sind noch welche. Definitiv. Aber wo? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist der? Ah, da. Klar, Alpha-Wand. Natürlich. Blöde scheiß Alpha-Wand. Aber ganz doof sind sie nicht, ne? Pick up. Oh, geil, dass wir eine Waffe gefunden haben. Nice, Alter. So, wir haben nicht mehr viel Schuss, aber trotzdem, es dürfte reichen. Einer ist hier bestimmt noch irgendwo. Ich sehe ihn nur nicht. Boah, eine Menge Action. Kommt ihr freudig mal hier alle nieder. Immer wieder. War's das? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob's das war. Weil der Bahnhof ist doch verdammt riesig. Komm mir gerade ein bisschen vor, als würde ich Metro spielen. Tatsächlich von der... Nein, ich hör auf zu wechseln. Die Musik ist noch da. Ganz leise im Hintergrund. Radio 1, Radio 1 an Zentrale. Wir haben einen entflohenen Häftling. Alter, wie riesig ist bitte dieser Bahnhof? Hier sind bestimmt noch welche. Da hinten sind bestimmt noch welche. Da würde ich für wetten. Okay, pass auf. Wir machen das so. Wir räumen jetzt erstmal diese beiden Gebäude leer. Gucken uns um. Ich würde mich einmal heilen wollen. Bevor wir jetzt hier weiter düsen und so. Ein Schutzschild bauen, ne? Wie war das nochmal? Equipment. Nee. Oder? Leathersuit. Leathersuit haben wir an. Aber irgendwo konnte ich... Hier. Einen Barren brauchen wir. Das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Weil bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich gerne,
würde ich tatsächlich gerne nochmal mir ein bisschen Schutzschild bauen. Und wie kriegen wir hier diese Heilung? Sterilisierer ist für... Lalalala. Wo waren denn nochmal die Verbände? Waren die an der Workbench? Ah, Bandagen. Okay, den Sterilisierer brauchen wir und einmal Leder. Das heißt, wir brauchen für den Sterilisierer brauchen wir einmal Essen und einmal das Grüne. Okay, Moment. Da muss ich jetzt erstmal herstellen. Alter Schwede. Einmal Chemikalie brauchen wir. Dann brauchen wir Leder, brauchen wir auch. War das einmal Leder oder was zweimal? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Haben wir noch Essen? Oh ja, Gott sei Dank. Einmal war es, ne? Oder? Lass mal gucken. Ganz in Ruhe jetzt, ne? Wir haben ja Zeit. Ach, wir brauchen zweimal. Entschuldigung. Wir brauchen ja zweimal Chemikalien. War nicht noch irgendwie Chemikalien drin da? So. Gut. Puh, also Lebensenergie sollten wir auf jeden Fall mal irgendwie immer in petto haben. Das werde ich demnächst mal ein bisschen in Vorrat bauen. Weil, das ist mir sonst ein bisschen zu heikel. So, jetzt brauchen wir... Also können wir den herstellen. Nice. Ein Sterilisierer. Wie lade ich nochmal die Dings nach? Mit Q? Ah. Juhu. So, Schutzschild haben wir schon mal. Jetzt geht es noch darum, jetzt brauchen wir noch, Bandagen. Ja, einmal Leder, das passt doch. Ich meine, wir heilen automatisch ganz langsam. Man sieht's, jetzt habe ich wieder 70 HP unten links in der Ecke. Aber vielleicht nehme ich das auch mit und, Slot 2, also, vielleicht behalte ich das auch erstmal. Wir können das jetzt usen, wenn wir wollen würden, aber ich würde das jetzt einfach mal behalten. Und jetzt erstmal so, bevor ich den mitnehme, den vergesse ich diesmal nicht. Ich denke dran. Versprochen. Wirklich. Würde ich jetzt erstmal mich ein bisschen umgucken. Die Musik ist definitiv, wie gesagt, noch da. Ganz leise im Hintergrund. Achso, wir können ja spaßeshalber mal eben da gucken beim Bauen. Auch wenn die gerade hier noch rumexistieren, die anderen. Oh, der ist ja süß. Ich meine, der ist... Na, ist der niedlich. Oh, ich freue mich schon, den mitzunehmen. Waggon-Upgrade. Bildmodus. Modul. Oh, Alter, wie geil ist das denn bitte? Alter, hier können wir bauen. Unsere Steam-Engine. Aber dazu brauchen wir natürlich auch Antrieb, ne? Also wahrscheinlich mit Kohle oder Holz. Irgendwas brauchen wir dafür wahrscheinlich. Hier ist ein Opferaltar. Was machen die denn hier? Da ist auch eine Rune drauf, ne? Diese Rune kenne ich von anderen Spielen, wie zum Beispiel hier Absolof oder Kenia. Nicht Kenia, ach, wie heißt es denn nochmal? Was? Wie heißt denn das Spiel nochmal? Nicht Kena, war das Kena? Nee. Ah, wie hieß denn das nochmal? Oder jetzt auch der zweite Teil irgendwann kommt. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ein Token, komm, haben wir. Was, Pickup? Was habe ich denn da bekommen? Was ist das denn? Heat Train. Frequency of Shark Attacks. Plus 10%. Frequenz? Von Hai-Attacken? Plus 10%? Okay. Wir haben, glaube ich, noch irgendwo eine Münze, ne? Sollen wir noch mal ein bisschen... Komm, ein bisschen hier, ein bisschen Glücksspiel. So. Ich frage mich gerade, wo die ist. Hatten wir nicht noch eine... Hatten wir nicht noch letztes Mal welche gefunden gehabt? Ich meine, mich in Sinn zu können, dass wir noch mal irgendwo eine hatten. Oder? Oder hatten wir keine... Ah, doch, da, drei. Aha, vielleicht haben wir noch mal Glück. Ich weiß ja nicht. Glück im Spiel, ne? Und so. Wie geil einfach das Gewehr ist. So, neue Runde, neues Glück. Ja, Slotter. Was ist das denn? Oh, wow. Wood. Okay, einmal noch. Und nochmal Holz. Naja, immerhin Holz. Das erinnert mich echt so ein bisschen an Bioshock, ne? So Bioshock meets, na, sag mal schnell,
Bioshock meets, Metro. So. Okay, da sieht man auch, was man bekommt. Okay, da ist dreimal Hühner ist Fragezeichen. Ah, sind das die Seeds, die wir vielleicht bekommen? Da sind die Platten. Eine Bombe ist... Oh, dreimal Totenköpfe. Oha. Wood. Also da kriegen wir einmal Holz, einmal Scrap Metal, zweimal Scrap Metal, zweimal Wood. Zwei Barren vielleicht. Irgendein Sack. Beim Fisch. Token. Bei Bonbons. Munition. Bei drei Schweinen kriegen wir... Ist das Holz? Oder ist das ein Gewehr? Ich bin mir nicht sicher. Piggy Bang. Bin ich gut. Okay, wir wissen, hier finden wir auch Munition. Das heißt also, wir sollten hier auf jeden Fall unsere Augen aufhalten. Wie gesagt, ich würde jetzt einmal hier gucken. Da ist doch Munition. Ah, nice. Munition gefunden. Und Scrap Metal. Na, natürlich, nehmen wir alles mit. Wie gesagt, ich bin der Meinung, da drüben sind definitiv noch welche, weil die Musik halt noch so sehr empathisch im Hintergrund ist. Das andere ist alles voll. Not enough space. Nein, nein. Okay. 150 haben wir schon wieder. Können wir bestimmt später auch ausbauen, dass wir mehr mitnehmen können. So, ich würde jetzt einmal hier gucken. So, nicht, dass hier oben noch einer rumschlawenzelt. Lieber mal eben schnell gucken. Aber jetzt können wir hier mal... Alter, hier drüben ist ja auch noch. Sag mal, werden die immer größer? Hallo? Irgendwas Ekliges höre ich. Irgendwas Schleimiges im Hintergrund. Okay, wir haben alles voll. Ist ja nicht schlimm. Falls wir nochmal schießen müssen. Fühlt sich irgendwie ganz cool an, das Gewehr, muss ich sagen. Fühle ich mich gerade richtig stark mit. Ja! Juhu. Aber diese große Kohlebarren und so, die finden wir wahrscheinlich nur im Void, ne? Also nur in dieser Zwischenwelt. Hier war doch gerade noch irgendwas. Da stand noch gerade irgendwas. Moment. Das habe ich... Hä, wo ist das? Ja. Da lag Holz einfach hinter. Hinter den Kisten. Ich glaub's ja wohl. Gibt's eigentlich einen Nahkampfangriff? Mit X oder so? C? Achso, nee. Gibt's bestimmt nur... Ich weiß nicht... Ach ja. Das geht ja auch. Wir haben ja so einen Grappling-Hook auch am Arm. Und was ich immer wieder sagen muss, mir gefällt dieser Style vom Spiel richtig gut. Also diese Mischung aus total verrückt, aus altmodisch, so Altkriegszeit so, aber irgendwie auch so Hightech. Ich weiß nicht, ich bin so, mag sowas. So ein bisschen Steampunk-mäßig auch, ne? Kann man das so sagen? Ist das so die Richtung? Mir gefällt dieser Style richtig gut. Da drüben waren wir auch noch nicht drin, ne?